Hallo und willkommen zu Subnautica Below Zero. Wo finde ich Höhlenrosensporen? Und dazu gehen wir, wie ihr hier seht, erstmal zum Marker von der letzten bekannten Position der Pilotin. Dort schwimmen wir ca. 140 Meter nach Osten. Und wenn wir dann hier sind, können wir uns quasi an diesem Felsstück orientieren. Und wir gehen hier einfach alles klar runter. Einfach alles schnurgerade runter. Und wenn ihr zwischendurch dann noch so eine Luftpflanze sehen solltet, könnt ihr vielleicht auf dem Weg nach unten nochmal noch was auftanken. Aber ich glaube, in dieser Ecke gibt es leider nicht allzu viel. Nee. Ist aber auch, es ist nicht wirklich weit. Aber halt je nachdem, was ihr für eine Tauchflasche habt, wäre es vielleicht schon hilfreich. Weil auch je nachdem, wie viel ihr benötigt, braucht ihr nicht mal allzu weit runter. Also wir haben jetzt hier auf 400 Meter schon mal eins. Aber natürlich, wenn ihr etwas auf Vorrat haben wollt, geht ihr hier noch ein paar Meter weiter, so 50 Meter. Und wir haben hier alles voll. Also hier könnt ihr richtig gut sammeln. Sehr gut sammeln, würde ich sogar sagen. Und halt je nachdem, wie viele ihr wollt, wird es dann halt etwas knapper. Weil wenn ihr nur so zwei, drei Stück wollt, dann ist gut. Und dann kann man halt wieder hoch. Was ich jetzt hier habe, ist die Tauchflasche mit hoher Kapazität, glaube ich. Das ist jedenfalls das, was ich meistens habe. Weil die kriegt man an für sich ziemlich fix. Dazu könnt ihr das andere Video anschauen. Und ja, mit hoher Kapazität, genau. Und was ich jetzt machen muss, ist die Energie tauschen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, nee. Also wäre jetzt wahrscheinlich nicht gerade die Energie ausgegangen. Hätte es vielleicht klappen können. So tauschen wir jetzt mal die Flaschen. Ah. Also ihr seht, es hilft immer Ersatzflaschen mit dabei zu haben. Immer. Es ist einfach, es gibt nichts mehr Sinn. Sie ist zwar nicht komplett voll, auch wenn sie angeblich komplett voll sein soll, aber es ist halt zusätzlich Luft, die man immer wieder brauchen kann. Und das ist halt gerade so für die letzten paar Meter, hilft das dann einem schon extrem. Wie auch immer, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über ein Like und oder ein Follow freuen. Und bis zum nächsten Mal hoffe ich, dass ihr mir gewogen bleibt. Tschüss!